Ja, ich glaube, da lang müssen wir hin. Du gehst jetzt da lang. YOLO! YOLO! So, ein schöner Waldspaziergang. So, wir sind jetzt auf dem Weg. So einen Rundweg machen, der führt dann zum Aussichtsplattform. Aber der Finn ist natürlich die falsche Seite gegangen. Dieser Spielplatz ist wieder geöffnet. Bitte halten Sie sich dennoch an die Abstandsregeln. Corona, Corona. Da schauen Sie ganz fiese Arme am Boden. Wenn ich herkomme, habe ich 1000 Gelsenstiche. Ja. Und 7 Bienen. Und 7 Bienenstiche. Und 5 Wespenstiche. Und 7 und 48 Wespenstiche. So viel Zeit muss sein. Was steht da hin? Ankommen und runterkommen im Wald. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich ein Hornissennest. Magst du umarmen? Nö. Lauf nicht so schnell. Finn, wenn du vor mir läufst, sieht man dich am Video. Du musst neben mir laufen. Spring! Auf geht's ab, geht's 3 Tage wach, After Hour voll Power 3 Tage wach. Aha, das glaubst du selbst nicht. Weil ich dann das ganze Video bearbeiten muss. Außerdem freuen sich die Leute ja, wenn der super süße Finn dabei ist. Gut, ich bleib hinten. Gut, na passt. Oh, endlich eine Bank. Endlich eine Bank. Schon eine Bank. So, wir müssen auf die Uhr schauen. Wir müssen 14.20 Uhr weggehen. Oh, da ist so ein Geräuschdings, was wir da in Eisenstadt gesehen haben. In Mattersburg. Die sind ewig weit weg. Scheiß auf die Leute, Alter. Wie heißt der Zauberspruch? Avada Kedavra. Weg sind die Leute. Das ist kein Geräusch. Okay, pass mal auf. Eiche. Okay. Ah, okay. Heller. Buche. Jetzt müssen wir ein bisschen runter. So, dass man da auch das sieht. Eiche. Buche. Warte, da hast du das mit berührt. Pass mal auf. Okay, das ist fast gar kein Ton. Ahorn. Linde. Okay. Da höre ich also bei den dreien höre ich keinen Unterschied, aber Buche ist schon hell. Gut, toll, haben wir was gelernt. Da will ich nicht runtergehen, Finn. Da müssen wir lang. Finn, da ist der Weg. Der falsche Weg. Ich hätte nach rechts lang müssen. Ah, die sind ja auch von anderen Weg gegangen. Die leben gar nicht mehr. Ich habe sie Avada Kedavra. Alter Finn! Hüpf! Hüpf! Ist doch nicht so schwer. Habe ich jetzt. Kann ich nicht, weil ich die GoPro auf habe.
dein Leben geht bald abwärts, wenn du aufhörst zu nörgeln. So, Leben im Untergrund. Das kenne ich noch von früher. Genau. Guter Freund. Ja, ein Blatt. Da, schau, Hochspannungsleitung. Geil. Da auch. Da könnten wir eine schöne Seilbahn hochstellen, ne? Auf den Berg. Ja. Ich habe doch gesagt, Flachbock ist besser. Totholz ist auch Nutzholz. Kannst du wenigstens deinen Kindern erzählen, dass du im Wald warst in den Ferien. 9 Wochen nichts gemacht. Doch. Außer Minecraft. Nee. Wir waren noch nicht mal in Wien bei der Omi, ne? In den Ferien. Doch. Guck auf die Uhr. West-Berlin rappt maskulin. Ich glaube, da oben ist es schon. Da, schau dir das da an. Da ist Waschbär. Da kannst du klettern. Na, man riecht ein Es reicht ja schon, dass wir hier sind und nicht im Schlosspark. Im Schlosspark hätte es viel mehr laufen müssen. Na eben, eben. Ja. Ja. Eben kann man wenigstens springen. Dafür hast du da oben die schöne Aussicht, Alter. Zick nicht rum wie der Papst im Puff. Schöne Aussicht kennt jeder heutzutage. Schöne Aussicht sind 2 Häuser. Im Schutz des Waldes. Häuschen, Finn? Schauen wir mal. In Gebirgsregionen besteht die Gefahr, dass sich nach starken Regen- oder Schneefällen Steine, Geröll oder Schlamm und Schlamm oder auch größere Schneemassen lösen und ins Tal stürzen. Wälder können diese Gefahr verringern. Deshalb gibt es im Gebirge einige Schutzwälder, die Täler und Siedlungen vor Muren, Steinschlag und Lawinen schützen. Gut, wieder was gelernt. Da Tanz um den Baum. Nee. Der möchte eine Umarmung finden. Elektroleitung. Aha. Es ist deine Schuld. Nee. Der andere Weg wäre vorbei am Spielplatz gewesen. Hätten wir 10 Minuten Spielplatzpause gemacht und dann auf den blöden Turm geklettert. Nee. Gar nicht so gewesen. Doch, wäre es gewesen. Aber ich gehe längs. Ja, aber dann muss ich nicht am Hotel vorbei, dann will ich jeder anschauen. Es schaut dich keiner an. Da, oh, da haben wir was Tolles. Blas mal da rein. Ja? Schrei mal Echo. Echo.
Aber Corona, Abstand halten. Musst so machen. Nein. Du machst dich fertig, Finn, wirklich. Hallo! Kaufen Sie im Lidl-Markt! 1,99! Das ist cool. Die kommen nicht mehr. Ja, welchen Weg gehen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Da steht mal, genau, da wird ihr was sehen. Wir müssen zur Warte. Okay, da geht's nach Hornstein. Beim Juden, Großhöflein, Müllendorf, Sonnenberg, Hornstein. Eisenstadt, Schloss. Gemütlich. Gemütlich 2 Stunden steht da drin. Ja. Ah, da geht's nicht raus. Lauf mal bis zur Sonne, wenn da nicht unser Turm da kommt, dann müssen wir rechts. Kann ich auch von da sehen. Geht eher auf den gigantischen Gebäude. Das sind nur Bäume. Und da sind Bäume. Und Bäume. Und nur noch Bäume. Jetzt kannst du springen, Scholz, bist eben. Spring. Na, siehst. Das gibt's ja nicht. Okay, da ist kein Aussichtsturm. La la la. Ganz schön anders. Ja. Angenehmer. Nein. Zurück fühlt sich an, als wenn man auf die Seite gestellt wird. Und dass man auch 5000 Stöcke tritt, die einen um den Fuß verschieben. Und jetzt nehmen wir den anderen Weg. Da lang, ja. Da kann man besser springen. Da ist der Turm. I see it. Wo? Zwischen den Bäumen steht er prächtig wie ein A1. In den Bäumen. Möglicherweise. Da schau, da ist das Ding. Das Gehirn. Aha. Das ist ein Megafon-Dingens. So, schauen wir auf die Uhr. Guck auf die Uhr. 44. Gute. Aha, da komm, schau, da ist ein Fahrradfahrer, obwohl da stand nicht Fahrradfahren. Da zum Beispiel, unter dem Forstweg steht nicht Fahrradfahren. Fahrradfahren verboten. Ja, weil er ein echter 31er ist. So. Okay, das war aber nicht die Hängematte-Ding, oder? Das ist eine Hängematte. Aber da sehe ich schon einen alten Freund. Mülleimer. Nein, der ist noch älter. Sticke die Stock. Nein. Bank. Warum nicht Hängematte, Finn? Weil Bank ist besser.
auch mit dem Rücken anlehnen. Ja, da steht wieder was. Sonst lesen. Vom Samen zum Baum. Da muss auch eine Schaukel sein. Ja, doch. Na, eine Schaukel. Ah, da, die ist kaputt. Super. Lass dich in die Hängematten oder auf der Schaukel von den Bäumen tragen und vom Wind schaukeln. Hier kannst du im tatsächlichen Wortsinn baumeln. Es gibt keinen besseren Ort in Eisenstadt. Steht das da? Ja. Ich denke aber nicht. Ich gehe mal vor, schau, ob da unser Ding ist und ruf dich dann. Raste dich aus. Da haben wir noch Brennnesseln und ein. Hast du Angst, Finny? Hier kann dir nichts passieren. Na, schau, da sehen wir die Baumdingers. Wie alt er ist. Zähl die Jahresringe, kannst du dein Geburtsjahr ablesen. Oder die deiner Eltern und Großeltern. Wo ist denn da? 2018? Da. Ah. Ja. Kann ich nicht ablesen. Bin ich zu blöd für. Der Baum wurde gefällt. Da sind wir 1970. Das sollen 30 Jahre sein. Dann 70, 18 Ringe weiter, dann wäre ich hier geboren. Ha, ich habe dich überlebt, Baum. 1-0 für Markus. Die Freiheit. Freiheit. Da ist unser Turm. Ist das Einzige, das zählt. Das ist unser Turm. Ja, aber der ist anders gebracht und der ist der Faden. Aha. Ist das ein Mensch? Ich hasse Menschen. So, wenn du dich nicht traust, wieder hochzugehen, dann kannst du unten dich da auf die Bänke legen.